Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Grand Prix Manager von unserem Retroplay. Und das nächste Rennen ist ja in Buenos Aires. Wir werden jetzt gleich mal einen Test durchführen und wir haben einen neuen Sponsor, der uns ordentlich Geld bringt. Und zwar ist das KTV. Habe ich einmal hier hingesetzt, einmal hier oben und dann auch so ein bisschen günstigere Sachen verteilt. Ich möchte nämlich jetzt dafür sorgen, dass wir diese billigen Sponsoren, also die uns nicht so wirklich viel Geld bringen, nach und nach ersetzen durch bessere Sponsoren, die uns natürlich mehr Geld bringen. Denn Geld ist immer gut in dem Spiel. Wie gesagt, KTV hatte ich eben dazu gewonnen. Jetzt ist das Interesse natürlich weg. Und die Peter Group würde ich gerne noch mehr ins Boot holen. Dass wir die halten können, weil die bringen ordentlich Geld. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir da so ein bisschen den Spagat hinkriegen und immer mal wieder keine Geschäfte mehr machen wollen. Ja, da müssen wir halt gucken. Ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig von unserem Bekanntheitsgrad bzw. unseren Ergebnissen. Wir werden jetzt mal testen fahren und gucken, wo. Oh, können wir eigentlich mal Großbritannien nehmen? Hauptaugenmerk sollen die Neuerungen sein und apropos Tests, ich wollte ja mal gucken, wie weit nun endlich das ganze Bladderadatsch ist mit unserem Bremssystem. Forschung und Entwicklung, jetzt wird fertiggestellt, dann das sieht auch gut aus. Löschen. So, Sponsorengeschäfte, ja. So. Preisgeld, haben wir natürlich auch ein ordentliches Preisgeld gekriegt für unsere letzten Leistungen. Und dann können wir eigentlich alles löschen, wir haben uns alles angeguckt. Und das war ja in Herstellung, unter Herstellung lief das ja. Das Bremssystem ist fast fertig, ist noch nicht ganz fertig, aber zumindest fast. So, hier kann ich glaube ich auch mal ein bisschen mehr Augenmerk auf die aktuellen Teile legen. Weil F&A sollte... Ah, ist schon fertig, okay. Ah, dann... Dann würde ich das Ganze vielleicht auf die aktive Aufhängung wieder setzen. Das aber nur so ein bisschen sporadisch verfolgen, weil vielleicht kommt ja die aktive Aufhängung mal. Und dann haben wir sie schon. Aber jetzt ist eher der Hauptaugenmerk auf die Entwicklung des eigentlichen Autos. Ja, es könnte sein, dass das im nächsten Rennen schon fertig ist und dann müsste ich eigentlich wieder testen nach Neuerungen. Egal, machen wir jetzt auch mal. Ja, ich habe aktuell das Geld. Das ist nicht das Problem. So. Setup. Setup laden. Silverstone trocken. Und einmal auch für Heinz Harald. Laden. Silverstone trocken. Und diesmal wird auch Strunz mit eingeladen, hier ein bisschen Runden zu drehen. Denn sein Auto ist noch ganz. bei den anderen sind noch die gebrauchten Teile drin. Die nutze ich jetzt komplett runter. So. Dann gehen wir einmal Test starten. Wir machen mal so 10 Runden. Und Fokusbereiche sind die Boxenstops. Test starten. Unsere Boxenstops laufen perfekt. Ah, das finde ich eigentlich nicht. Na gut, würden Sie das sagen? So, jetzt will ich... hier wollte ich nicht rein. Achso, okay. Hier ist alles in Ordnung.
Nein. Abbrechen. Der Start. So. Wir testen jetzt mal die Neuerung. Dann machen wir das mal auf 30 Runden. Denken wir mal, das sollte erstmal genug sein, bis die Karren auseinanderfallen. Wir müssen mehr Tests durchführen, siehst du? Genau. Wir müssen mehr Tests durchführen. Ja, jetzt fällt die Karre auseinander. Die Ergebnisse sehen gut aus. Sehr schön. So, dann machen wir das Ganze noch mal einmal mit Struns. Struns darf auch mal. Der macht ein bisschen mehr. Oder na, obwohl. Komm, machen wir erstmal Barrichello. Dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Die Ergebnisse sehen gut aus. Chassis fühlt sich gut an. Wir können noch aufdrehen. Okay, die Neuerungen sind jetzt also angekommen. Das heißt, ich könnte sie eigentlich mal auf Fahrer können setzen. Ich brauche mehr Training. Ich brauche mehr Training. Ja, deine Karre fliegt nur auseinander. Auch mehr Training. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich jetzt den Test hier abschließe, habe ich dann überhaupt noch Zeit, um das Auto umzubauen? Nicht, dass die Karre Schrott ist und wir müssen damit ins nächste Rennen gehen. Dann kann ich es zwar auch noch im sein Training wechseln, aber ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich möchte. So, und er geht nur auf Wagenleistung. Alter, hab ich irgendwas verpasst? Der ist 10 Sekunden langsamer. Stimmt doch irgendwas nicht. Ach, ich weiß warum. Er hat ja auch nicht die verbesserte Lenkung, ne? Er sagt, wir müssen die Aufhängung rundherum lockern. Hat er eigentlich auch alle Teile drin, alle neuen? Das weiß ich gar nicht, ob ich das damals gemacht habe. Oh, sieht so aus. So. Er ist zumindest schon mal ein bisschen rangekommen an die anderen. Ja, ich glaube, das reicht auch mit den Tests. So. Ja, wir haben noch übrige Zeit. Da machen wir noch mal alles neu. Innen und außen abgenutzte Teile ersetzen. Ja, das möchte ich. So, neue Teile, abgenutzte Teile ersetzen. Und dann laden wir gleich mal, das kann ich eigentlich so lassen, das ist mir egal. Dann laden wir nämlich mal einmal gleich das Setup für Buenos Aires und dann geht's ab ins Rennen. Geht's ab nach Buenos Aires. Fahrzeug-Setup. Da haben wir's. Argentinien. Trocken.
Argentinien, trocken. Ach komm, ich habe die Zeit, warum auch immer. Argentinien, trocken. So. Und dann fahren wir mal los, ne? In unseren LKW. Oh, es sollte jetzt nicht regnen, aber da muss ich noch mal was am Dings ändern. Das wäre nicht so gut. Also alle so schnell wie möglich rausschicken. Zack, 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 zack. Nicht, dass es noch anfängt zu regnen hier. Das wollen wir nicht. Und wenn dann erst dann, wenn ich mit meinen Runden fertig bin. So, Fahrhilfen sind ja alle drin, ne? Genau. So, dann beginnt Frenzen einmal. Oh, das ist wieder. Ich glaube, diesmal bin ich hinten. Ja, scheiße, verdammt. Ja, gut, der Williams wird sowieso ein bisschen schneller sein als ich, deswegen ich da vielleicht gar nicht so doll was zu befürchten. Oh, bei der Strecke haben wir wohl Probleme, irgendwo unser Fensterchen hinzusetzen. So, dann gib mal bitte Gas. Und du gast jetzt auch mal richtig einen ab. Und dann sehen wir uns. Nein. Nein. Ich habe wieder einen vor mir. Verdammt. Ach, ich Kilo hat wohl Pech gehabt. Ah, der Williams ist schon extrem viel schneller. Warum hat Frenzen immer das Problem mit seinem Scheißsprit? Das gibt's doch nicht. Oh, vor allem Frenzen hat echt eine schlechte Zeit gefahren, ey. Und Williams ist wieder 2 Sekunden weg. Das ist Wahnsinn. Was das auf einmal ist, die setzen doch irgendwas ein, das kann ich mir nicht anders erklären. Die setzen doch mit Sicherheit irgendeine Fahrhilfe ein, die nicht erlaubt ist. Anders kann ich mir das echt nicht mehr erklären. Boah, wir haben echt eine schlechte Zeit gefahren, glaube ich. Also Frenzen, der muss sich nach hinten umgucken. So, wie sieht's denn aus mit dem Setup? Nein, der kann mir kein richtiges Feedback geben. Ach, dann bleibt das jetzt trotzdem so. Gucken wir mal, dass ich ihn nochmal rausschicke, ganz gut. Oh, das war glaube ich nichts. Na wohl, doch, es könnte aufgehen. Barrichello wird bestimmt jetzt auch der Sprit ausgehen. Ja. Ah, das war auch wieder so eine Runde zum Vergessen, ey. Boah, ey, hier sind wir richtig schlecht. Hier sind wir richtig schlecht. Also hier können wir mit Glück sagen, wenn wir hier irgendwelche Punkte holen. Hier sind wir richtig schlecht. Überspringe ich. Gucke ich mir nicht mal mehr an. Boah, sind wir schlecht, ey. Eieiei. So, 72 Runden. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mal auf eine 3-Stop-Strategie.
Oder ich mache es wirklich so, dass ich mal beide auf verschiedenen Strategien raus mitnehme. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt mal so. Das kann nicht schaden. Ey, aber warum waren wir so langsam, ey? Alter, das ist ja heftig. Heckflügel ist zu niedrig. Dann stelle ich ihn mal um 2 Grad hoch. Wenn das besser ist. Wenigstens gibt er mir Feedback, also richtiges Feedback. Hier mache ich es um 1 Grad. Vielleicht bringt das ja noch mal so ein bisschen was. Ja, wir waren richtig schlecht, ne? Heftig. Vielleicht kann ja das Wetter noch ein bisschen mitspielen. Boah, Leute, ich glaube, das wird keine gute Folge hier. Dabei haben wir so schön getestet, ne? So. Wir brauchen einmal unsere Anzeige, wo auch immer wir sie hinsetzen. Ja, da will ich sie jetzt auch nicht hinsetzen. Oh, verdammt, ey. Hier wäre es vielleicht eine Möglichkeit. Oh. Ist echt doof. Oder hier unten hin, da verpasst man nur die. Ist auch doof. Sorry, Leute, aber hier muss ich mal irgendwie einen Platz finden. Bringt auch nichts, ne? Nein, nicht wirklich. Ach, wir lassen es jetzt so. So, 3, 2, 1, los geht's. Emanuel Collard hat den Wagen abgewürgt. Das ist gar kein Problem. Aber was ist mit Barrichello los? Barrichello ist jetzt auf 17? Stimmt doch irgendwas nicht. Barrichello wird mir als 17. angezeigt. Das macht keinen Sinn. Barrichello ist faktisch. Oh, ist das wieder so ein komischer Scheißbug? Oh, Leute, ey, ernsthaft? Super, dann ist für Barrichello das Rennen auf jeden Fall beendet. Barrichello ist draußen. Okay. Mit dieser Info hätte ich mal was anfangen können. Barrichello doch noch mitgefahren ist. Jetzt verstehe ich nicht. Aber gut. Fahren wir halt nur noch mit Frenzen. Ja, allerdings dadurch jetzt schon auf Platz 5 ist. Oh, ich glaube, das wird kein gutes Rennwochenende. Moment. Aber dadurch, dass wir jetzt halt wirklich Plus machen, können wir vieles entwickeln und alles. Und das ist richtig geil, weil wir waren ja sonst immer so ein bisschen auf Sparflamme unterwegs und haben dann trotzdem einen halben Bankrott erlebt. Aber das ist jetzt tatsächlich anders. Nur wir müssen halt auch performen, damit wir Sponsoren kriegen und alles. Weil sonst machen wir eine Rolle rückwärts. Wir sind überhaupt nicht bei der Pace dabei. Selbst mit dem Ferrari, mit dem wir normalerweise kein Problem haben, haben wir Probleme und ja, vielleicht ist das Setup einfach nicht so ausgereift.
Also, was lernen wir daraus? Immer trotzdem mal im freien Training vorbeischauen. Ach, 10 Runden hat Frenzen schon auf die Spitze. 24 Sekunden Abstand. Das ist irgendwie so gar nicht das, was ich sehen will. Wir sind auch total langsam. Wir kämpfen mit den Sauber. Was ist mit der Karre los, ey? Tja. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen, weil ich glaube, dass wir hier. Es regnet. Wo bin ich? Ja, die Reifen stimmen nicht, das weiß ich selber. So. Dann bitte einmal reinkommen. Und jetzt müssen wir die ganze Strategie umwerfen, weil das alles nicht mehr passt. Hier mache ich einfach mal. Moment, wie viel kann ich tanken? 29 oder 28 waren das, ne? Aha, 33. Ja, sollte ich bis zur 40. kommen, wenn die Reifen durchhalten. Und dann gucke ich mal weiter. Ich mache das wie Collard. Der kommt dann halt in der letzten Runde nochmal in die Box. Das kann passieren. So. Dann, Herr Frenzen, kommen Sie bitte an die Box. So schaut's aus. Ja, ich sollte vielleicht dann auch auftanken, ne? Das wäre ganz logisch. So, einmal bitte ans Ende des Feldes. Nee, doch nicht. Nicht ganz. Nee, doch. Hey, was ist hier los? Okay. Ich bin in dem Rennen irgendwie komplett lost. So, eigentlich müsste ich ja jetzt schneller sein, ne? Es regnet auf die Strecke. Ja, ich glaube, ich kenne das. Ich habe das Problem erkannt, dass die Strecke noch nicht nass ist. Panis ist draußen. Boom. Ja, jetzt kommen die Kurve da. Ja, also jetzt habe ich erstmal Zeit verloren. Ach, heute läuft's richtig, ey. Strecke jetzt wird nass. Ah, toll. Ist das immer noch Villeneuve? Ja. Ich halte ihn schön auf. Das ist nicht schlecht. Nicht schlimm. Jetzt ist die Strecke nass. Na, endlich. Aber jetzt bin ich halt auch eine Meile weit weg, ne? Ach Mensch. Wenn du Pech hast, kommt auch noch kein Glück dazu, ne? So in etwa war das, ne? Ja. Lass mal laufen. Das Rennen vergessen wir, glaube ich, ganz schnell.
Das Rennen vergessen wir ganz schnell. Das ist absoluter Schrott gewesen. Oh Mann, ey. Ich fasse es nicht. Ja, man sollte auch warten, bis die Strecke nass ist und es nicht nur regnet. Oh Mann. Naja, vielleicht fahre ich ja noch ein bisschen aus und es spült mich irgendwie in die Punkte. Das ist so die einzige Hoffnung, die ich gerade noch habe. Und natürlich läuft es auch genauso ab. Jetzt habe ich gerade mal auf die Rundenzahl geguckt, ne? 29 kriege ich maximal rein. Natürlich läuft es so ab, dass ich in der vorletzten Runde oder vorvorletzten Runde nochmal in die Box muss und tanken muss. Das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Ich könnte ihn jetzt auf Sparen schicken, aber das ist mir jetzt echt zu doof. Ey, sorry, aber probieren wir die 42. noch hinzukriegen. Aber selbst dann, ich müsste hier die 43. müsste hier reinkommen. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich kann es probieren, aber. Schön, in der 38. Runde trocknen wir die Strecke. Ich werde jetzt noch nicht reinfahren, weil die Strecke noch nicht trocken ist. So. Oh, spar doch mal Sprit, Junge. Ich komme in der 42. rein und guck mal, dass ich das dann hinkriege. Wie sieht's aus? Die Strecke trocknet. Wo komm jetzt bloß in die Box, ey? Jetzt kommen sie natürlich alle in die Box. So, einmal bitte auftanken. Und einmal trockenreifen. Und dann geht's los. Wow, das war eine Standzeit, ey. Wie unsere Boxenstops sind ja so richtig gut, ne? Oh, Kultat musst du noch mal in die Box. Vielleicht nehmen wir ja noch einen Punkt mit. Berger und Jordan auch auf der 4. Ferrari punktet leider ganz gut. Das ist nicht so gut für uns. Vielleicht könnte Häkkinen oder Damon Hill noch ausscheiden. Das würde ich sehr begrüßen. So. Ich glaube, wir sollten mit dem Sprit hinkommen, glaube ich. Was? Ey, nee, ne, das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Die wollen mich fertig machen hier. Die wollen mich echt fertig machen. Und Berger ist draußen. Ich werde jetzt die Strecke nass. Das war klar. Ich fahre an der Box vorbei und die Strecke ist nass. Hey. Irgendwie wollen die mich doch ärgern. So.
Bitte jetzt einen Boxenstopp. Das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Oh, einer ist draußen. Ah, sehr gut. Ist noch eine Position. Schumacher fährt an die Box. Und ich fahre auch an die Box. Und ich wechsle aber nur Reifen. Regen. Ich kann sogar jetzt eine Runde rausnehmen. Ach so. Geht nicht. Wir klappen können. Na, Schumacher bleibt natürlich vorne. Weil unsere Boxenstops perfekt laufen. So. Mal sehen, wann die Strecke wieder trocknet. Naja, ist wenigstens ein bisschen Spannung drin dadurch. Das war ja eigentlich eine Katastrophe. Tja. Aber Hill und Häkkinen, die fallen einfach nicht aus, ne? Die fahren immer weiter. BNF ist gefühlt schon zum 7. Mal an der Boxen, an der Box. Kultart und oh, okay. BNF ist draußen. Jetzt wird die Strecke richtig nass. Aha. Fontana macht wohl seinen ersten Punkt. Aber das ist natürlich irgendwie, das ist ein komplett verrücktes Rennen, also. Das hat mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das Rennen war einfach nur richtig blöd. Wo fahren wir eigentlich rum? Da. Hier ist Häkkinen auf der 2. Wir sind auf der 4. Das ist super. Also wir sind schon überrundet. Und hier vorne ist Schumacher. Mhm. Na, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob halt Barrichello irgendwie ausgeschieden ist, aber auf jeden Fall sah das sehr, sehr merkwürdig aus am Anfang. Es kann auch ein Bug gewesen sein, keine Ahnung. Hill hat das Rennen gewonnen. Ja, es ist endlich zu Ende. Ich bin echt total lost hier gerade. Aber wir nehmen zumindest noch ein paar Punkte mit. Woodwork hätte beinahe gepunktet. So weit darf ich es nie kommen lassen. So. Ja, wie ist... Barrichello hatte in der ersten Runde einen Motorschaden. Okay. Wenn das so ist... Dann würde ich das reklamieren. Aber wir hatten halt auch in dem Rennen irgendwie überhaupt keine Pace. Also wir waren wirklich weit ab von Gut und Böse, echt. Schlechtes Wetter verlängert Rennzeiten. Woodwork verliert Steuerflächentechnologie, schützen schlechte Sicherheitsmaßnahmen. Souveräner Sieg mit Damon Hill. Was ich jetzt machen werde, ist vielleicht nochmal zumindest versuchen, bei Ligier einzubrechen und denen dann ein Angebot aber zu machen, weil die das sonst nicht lustig finden. Nein, hier will ich nicht hin. Ich möchte einmal Technologie beschaffen. Jetzt komme ich bestimmt bei Ligier wieder nicht rein. Oh, doch. So, ich mache den gleichen Angebot. Warte mal, ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen. Oh nein.
Habe ich die jetzt gekauft oder habe ich die jetzt irgendwas dagegen getauscht? Och, ich bin auch so, oh Mann. Na gut, es ist, wo ich die Aufnahme jetzt mache, es ist 23 Uhr. Ich hatte heute auch gearbeitet, ich bin durch. Verzeiht mir, dass ich da nicht immer alles auf dem Schirm habe. Hier hat sich noch nichts getan. Hier sowieso nicht. Und komm, wir gucken mal auf die Konstrukteursweltmeisterschaft. Dritter Platz, Williams ist wieder vorbei. Und Ferrari kommt näher. Also mit Sauber und John sollten wir natürlich nichts zu tun haben. Das sollte hoffentlich klar sein. Ich meine, trotzdem, wir haben jetzt eine Fahrerpaarung, die ist halt nicht erfahren, ne? Und bringt uns eigentlich Geld, anstatt wir Geld verlieren. Wie sieht's denn hier aus? Auch wieder 1 Million gemacht. Das ist echt gut. So. Wie sieht's denn aus? Ist jetzt endlich mal unsere Dingens fertig hier? Nein. Tiefe Aufhängung weiß ich. Nein. Das ist jetzt wieder nicht fertig, ey. Könnt sprechen. So, ja. Okay. Wie lange dauert das denn? Das dauert noch ein Rennen. Ja, da überlege ich gerade so ein bisschen, wenn wir ein bisschen was ausbauen würden, ne? Oder das schneller gehen? Ja, hier vielleicht ein Kohlenstofffaser. Ja, wie dem auch sei, bauen. Und eine Fertigungseinheit bauen. Dass das vielleicht alles ein bisschen schneller geht. Ich will mal was gucken. Ja. Konstruktion und Ingenieur und Konstrukteur hat mir jetzt leicht durcheinander gebracht. Wir vielleicht hier noch ein bisschen mehr einstellen. So, da haben wir nämlich hier einmal 50 Leute. Zwei neue dazu bekommen. Vielleicht bringt es ja schon was. Müssen wir abwarten, ne? So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ja, ansonsten, wenn euch irgendwas einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.